betreibe Facebook äußerst sporadisch und achte darauf, dass ich möglichst wenig Freunde habe. Also für mich ist das Internet ein riesiger Informationspool. Also Nachrichten, Recherchen. Das ist das, was mich daran interessiert. Ich finde auch die sozialen Netzwerke nicht uninteressant. Das ist nur eine Frage, wie man damit umgeht. Sicherlich ist es so, dass das Internet abstrahiert und man hinter eine Scheinidentität zurücktreten kann. Deswegen ist es immer so schwer einzuschätzen. Es ist auch schwer einzuschätzen, ob das jetzt tatsächlich sozusagen eine negative Seite eines solchen sozialen Netzwerks ist. Also das, was der eine als Gesichtsverlust empfindet und sich fürchterlich schämt, ist für den anderen vielleicht sogar eine Befreiung. Ich glaube, der erste Schritt muss sein, dass man sich selber damit auskennt, was notwendigerweise beinhaltet, dass man dann selbst auch Mitglied auf Facebook ist. Und man muss dann natürlich möglichst offen mit den Kindern das kommunizieren, darüber reden, auch über die Nachteile reden, sich Beispiele angucken, wie auch immer, natürlich ohne denen zu nahe zu treten. Also ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Beispiel, einen Freund, der zwei Söhne hat. Und in dieser Familie gibt es einen Gemeinschaftscomputer, der steht tatsächlich in einem, also im Wohnzimmer. Da kann jeder dran. Da gibt es keine verschiedenen Accounts, also man kann sozusagen alles sehen, was gemacht wird. Und sowas finde ich großartig, weil es eine ganz große Offenheit hat. Es erfordert Vertrauen. Es gibt aber auch Vertrauen. Man sagt, du kannst tatsächlich alles ausprobieren. Es sind auch immer alle anderen da, alle sprechen, die müssen aber auch nicht unbedingt. Aber erstmal lernt man so den Umgang mit dem Medium. Das sind ja eigentlich keine Rollen, sondern das sind Verkleidungen. Also man spielt auch im Karneval keine Rolle. Man kann sich aber so doll verkleiden, dass einen keiner mehr erkennt. Da liegt aber die Gefahr, glaube ich. Also die Gefahr liegt darin, dass das Medium ein abstraktes ist, dass man das Gefühl hat, man könnte sich sozusagen komplett veräußern, ohne den Menschen zeigen zu müssen, wer man wirklich ist. Das heißt also, ohne Verantwortung dafür zu übernehmen. Die Hervorbringung des geistigen Eigentums ist Arbeit. Im Übrigen hat der Staat lange und viel dafür bezahlt, mich auszubilden, dass ich das halbwegs ordentlich mache. Warum sollte man das klauen? Das gehört nicht jedem, sondern das unterliegt einer Abgabe. Und das darf auch nicht einfach verschleudert werden. Das ist Arbeit und Arbeit muss entlohnt werden. Man kann über die Höhe der Entlohnung reden, aber nicht darüber, dass es überhaupt entlohnt werden muss. Man kann auch darüber reden, wer es entlohnen muss. Also wenn auf YouTube, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder Milliarden Schnipsel gepostet werden, von denen ja viele unter Urheberrechtsschutz oder Verwertungsschutz stehen, dann kann man natürlich mit Recht fragen, warum zahlt Google nicht eine Abgabe für alle die Schnipsel, neben denen sie werben und Geld einnehmen.